Und ja, jetzt hoffen wir einfach, dass das Dokument ankommt, er ein Sicherheitsrisiko weniger hat und er sich ausweisen kann. Und ja, wie gesagt, ich stehe in Kontakt mit ihm und ja, die ganzen Gespräche sind geprägt von panischer Angst. Also es sind wirklich Tränen beiderseits. Solche Gespräche hatte ich noch nie in meinem Leben und die sind sehr bedrückend. Und ja, ich kann wirklich nur hoffen, dass er irgendwie in Sicherheit kommt, weil Afghanistan alles andere als sicher ist. Hallo Leute, ich bin Said Javid Hussaini und ich bin jetzt in Kabul und ich habe immer Angst, ich kann nicht einfach rausgehen und ich vermisse meinen Kollegen. Ich hatte eine Freundin in Österreich, er heißt Friedrich, er ist wie mein Bruder. Und in Kabul, ich habe keine Freunde, aber keine Ahnung, wie weit ich kann leben und ich kann nicht in Kabul leben, Kabul ist nicht sicher, ich habe keine Familie, ich habe kein Geld mehr und ich bin ganz traurig. Ich bin immer hier alleine, ich kann nicht einfach rausgehen, ich habe immer Angst, keine Ahnung, was ist passiert in meinem Leben, so weiter. Er ist gelernter Tischler. Kommt eigentlich von einer Bauernfamilie, die relativ viele Gründe hatten und also wirklich Landwirtschaft betrieben hatten, die Obstfelder hatten, alles Mögliche. Und er eigentlich immer für die Verhältnisse in Afghanistan einen Wohlstand hatte und überleben konnte. Und er verliebte sich aber mit 15 in ein Mädchen, das schon einem Regierungssoldaten versprochen war. Und diese Geschichte kam heraus nach 2 Jahren. Und dieser Regierungssoldat, der auch Kontakt zu den Taliban hat, hat ihm den Tod gedroht. Also er kam ins Dorf und das wurde irgendwie noch geklärt und abgewendet, aber der ließ nicht locker und er musste einfach fliehen. Also er sah da keine Chance mehr. Und ja, dann floh er mit 17 Jahren 3 Monate lang zu Fuß nach Europa. Und ja, es ist wirklich unglaublich, was Jawid geleistet hat in der kurzen Zeit, wie er Deutsch spricht, wie er sich integriert. Ja, und jetzt sind eigentlich alle Bemühungen umsonst gewesen. Und jetzt am Montag durfte ich bei einer Pressekonferenz in Wien teilnehmen, wo es darum ging, dass eigentlich wir als freiwillige Helfer, wir als Freunde von Flüchtlingen einfach zu wenig gehört werden. Gerade bei diesem Interview beim BFA, wo ich dabei war, wo wir Dokumente vorgelegt hatten, Zeugnisse, wie sich Jawid integriert, auch vom Präsidenten vom HC Hohenems. Ja, es nützt einfach nichts. Und ich verstehe einfach nicht, warum wir diese Arbeit leisten und warum auch diese Menschen sich so versuchen zu integrieren, wenn es einfach nicht gehört wird. Und ich muss wirklich sagen, genau an diesen entscheidenden Schnittstellen, wie es eben ist bei diesen BFA-Gesprächen, diese Personen, die dort arbeiten, bei allem Respekt. Aber was ich auch mitbekommen habe aus erster Hand, ist einfach so, dass dort ein Personalmangel herrscht. Und ja, diese Menschen, die zum Teil auch sehr jung sind, also bei diesem Gespräch war diese Interviewführerin nicht viel älter als ich, die entscheiden einfach über die Zukunft eines solchen Menschen. Und es ist wirklich entscheidend, dass es kompetente Gespräche sind, dass man in die Tiefe gräbt und genau auch solchen Menschen wie mir und auch anderen Organisationen ein Gehör geschenkt wird. Und ich kann einfach nur hoffen, dass Jawid irgendwie in Sicherheit kommt. Und ja, er sagt, seine einzige Chance zum Überleben ist, dass er vielleicht in den Iran kommt. Aber ganz ehrlich, ich kann eigentlich nur irgendwie hoffen, dass er irgendwie wieder zu uns kommt, weil ja, A, denke ich, hat das verdient und B, sind einfach seine Fluchtgründe abnormal. Also wenn man sowas durchmacht und dann einen negativen Asylbescheid bekommt, das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar.